Moin moin, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Outcast. So, das Ganze schön wieder weg. Ich habe hier ein bisschen wieder gezockt. Und dann können wir uns jetzt hier dieser Falle wieder mal stellen. Wissen ja Bescheid und so. Sieht wie eine Falle aus. Film beenden. Alter! Wollt ihr mich richtig verarschen? Hier kann man zum Glück hoch. Leute, ich bin übrigens sehr darauf erpicht, dass wir unser ganzes Material wiederbekommen. Ich denke sogar, dass wir das bekommen werden. Angesichts der Tatsache, dass einige Quest-Gegenstände ja auch bei uns drin waren. Und das ja schwachsinnig wäre, wenn wir die Sachen dann nicht wiederbekommen würden. Und die Muni da hinten keinen Sinn machen würde. Vieles würde an sich keinen Sinn machen. Völlig losgelöst von jeglicher Fairness laufe ich hier rum und schieße auf Krieger. Wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn Cutter auf das TNT schießen würde? Dummerweise tut er das aber nicht. Doch, jetzt hat er es gemacht. Yeah, und das hat sogar den Granatenwerfer Heini dem Rest gegeben. Das finde ich sehr fresh. Ebenfalls fresh finde ich. Ich finde generell ziemlich fresh, dass die Gegner gerade so gechillt tot gehen. Verhältnismäßig. Also sie halten gar nicht mal so viel aus. Das finde ich sehr schön. Ja. Jetzt noch schön kratzen hier. So, ich habe ja jetzt keine Ahnung, wo die Krieger und so weiter hin sind. Ich schätze mal, die warten draußen vor der Tür. So, hier waren wir drin. Jetzt ist natürlich noch dieses Dingchen hier. Wo auch ein Medikit drin ist. Uza SH1 oder was? Boah, ich wollte gerade sagen, in Ego-Perspektive scheißt mir das Spiel doch immer ab. Das kann doch nicht in Ego-Perspektive gehen. Ne? Und so. So, jetzt gucke ich, ob ich noch ein bisschen Munition hier finde. Weil falls wir doch nicht unseren Kram wieder kriegen sollten bis zum Ende des Spiels. Es kann ja sein, dass wir hinterher hier einfach weiterspielen können. Trotz Story-Ende und dann eigentlich auch erst unser Zeug wieder bekommen. Das traue ich dem Spiel nämlich auch noch zu. Dann wäre es doch noch ganz gut, ein bisschen Muni vorher gesammelt zu haben. Auch wenn das total bescheuert wäre, weil wozu sollten wir dann die UZS, was auch immer, Muni brauchen, wenn wir die gar nicht benutzen können. Das wäre ja kompletter Schwachsinn. Auch wenn das auch nicht dem Spiel so ganz abwegig ist. Jetzt liegt da ganz hinten noch ein Beutel Geld. Den sammle ich dann auch mal noch ein. Und dann gehen wir mal auf das Tor zu und hoffen mal, dass es uns einfach aufgemacht wird. Jo, wird es. Wie auch immer die alle unbemerkt raus konnten. Ulukai, du hast uns befreit. Ein bisschen hat meine Partnerin auch geholfen. Ein bisschen? Dem Jod sei Dank. Keiner meiner Wächter ist diesen Mond umgekehrt worden. Nur mein Sohn. Möge ihn sein Verlassen verlassen haben. Was das betrifft, Zagrim, ich habe mich im Lager mit ihm unterhalten. Er wurde umgekehrt, Ulukai. Ich habe keinen Sohn mehr. Doch, wenn du ihm verzeihst.
Jan, du hast es geschafft. Ich wollte die Sache für dich in Ordnung bringen. Das muss ich schon selber machen, Ulukai. Vater, ich war schwach. Mein Phantasma war nicht so stark, wie du es gewünscht hättest. Das habe ich gemerkt. Feran hat all die anderen umgekehrt, die bei mir waren. Ich hatte Angst vor dem Feuer. Feran versprach, es würde nichts passieren. Und du hast ihm geglaubt? Marion, du hast einen Fehler gemacht, der uns unsere einzige Zuflucht gekostet hat, Jan. Zwar sind wir jetzt frei, können uns aber nirgendwo verstecken. Es sieht wohl so aus, als hättest du jetzt zwei Möglichkeiten zu finden. Du kannst mir entweder helfen, das letzte Mon aus Ferans Festung zu holen und damit viele Leben retten, oder ihr könnt weiter wie die Ratten quer durch Adelpha fliegen. Aber unsere Lehren der Gewaltlosigkeit verbieten das. Eure Lehren werden wertlos sein, wenn sie niemand mehr befolgen kann. Regeln sind Richtlinien. Sie sollen den Leuten aber nicht das Denken abnehmen. Um zu überleben, muss man sie manchmal brechen. Ich habe alle Wächter und ein paar andere Talaner hergeholt, die deinem Wort folgen wollen, Vater. Ich werde nicht noch einmal so versagen wie in diesem Mond. Na los, Zorkrüm, wir brauchen hierbei die Unterstützung deiner Wächter. Kasa wird darüber nicht glücklich sein, aber wenn wir siegen, werde ich um sein Verständnis beten. Und wenn wir verlieren, werde ich es ihm persönlich erklären. Gehen wir. Ich wusste, du würdest dich richtig entscheiden. Jan, sag es allen. Sag den Talanern, dass wir nun gegen Feran kämpfen werden. Für die Talaner, die zu den Jods gegangen sind. Für die Talaner, die leiden mussten. Und für die Zukunft aller Talaner müssen wir Ferans Herrschaft jetzt ein Ende bereiten. Das werde ich, Vater. Danke. Ich werde dich nicht noch einmal enttäuschen. Ich weiß. Ja, Ulukai. Bevor wir gehen, sollte ich dir das hier geben. Meine Waffen? Nein. Es sind die Worte von Kasa. Es war mir nicht gestattet, es dir zu geben, bevor ich sicher war, dass du wirklich unser Ulukai bist. Das ist ein Holorekorder. An Commander Slate oder Miss Wolf. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, werde ich diese sonderbare und auch wunderschöne Welt verlassen haben. Hoffentlich finden Sie sie so friedlich vor, wie ich es tat. Aber bei Xus irrsinnigem Verhalten habe ich da so meine Bedenken. Unsere Mission, die Erde zu retten, hängt jetzt einzig und allein davon ab, dass Sie diese 5 Computerkarten in die Sonde stecken, bevor sie ihre programmierte Rückreise antritt. Ich glaube, dass sich Xu bei der Energiequelle verrechnet hat und die Sonde nur versagen konnte. Ich vermute, dass der Energieausstoß der Waffe des Kriegers die Sonde nicht beschädigen, sondern nur die Energiequelle aktiviert wird. Das wird die Störungen auslösen, die wir auf der Erde sahen. Wie Sie vielleicht bemerken, spreche ich in der Zukunft, denn die Sonde wird erst Jahre nach meinem Tod hier eintreffen. Nach meiner Berechnung und entsprechend der auf der Erde kalkulierten Startzeiten wird die Sonde kurz nach der Ankunft des Commanders und Jahre vor der von Miss Wolf hier eintreffen. Die Erdrotation dürfte wohl für die Zeitsprünge verantwortlich sein, mit denen wir zu kämpfen hatten. Ich fürchte, das habe ich nicht berücksichtigt. Miss Wolf, wenn Sie diese Aufzeichnung erhalten, dann fürchte ich, wird die Erde schon ihr Schicksal ereilt haben. Wenn aber Sie, Commander, dies empfangen, kommt es auf jede Sekunde an. Sie müssen um jeden Preis die Computerkarten finden und austauschen. Danach können Sie die Datenspeichermodule aus der Sonde entfernen und mit ihr zur Erde zurückkehren. Mit dem, was von der Ausrüstung übrig geblieben war, konnte ich die Karten so programmieren, dass sie Sekunden, nachdem der letzte Transport stattgefunden hat, zurückkehren werden. Mit etwas Glück sollte die Rückkehr der Sonde die Störungen überlagern und den Planeten retten. Beeilen Sie sich, Commander! Schicken Sie die Sonde zurück! Gut, dass ich zu früh dran war. Ja, im Ernst. Zockrim, Plan B. Ich brauche ein paar der Wächter, um dort draußen nach der Sonde zu suchen.
Ich wette, wir finden sie irgendwo in Okar. Wie du willst, Ulukai. Ich will auch mitmachen. Aber sie haben doch keine Waffe. Sie wissen nicht so viel über mich, wie sie denken, Slate. Sie brauchen vielleicht eine Waffe, ich nicht. Das bezweifle ich nicht. Passen Sie auf sich selbst auf. Ist das ein Befehl? Ja. Ich liebe es, wenn Sie die harte Tour versuchen. Wir werden noch sehen, ob Sie sie tatsächlich mögen. Ich bleibe hier und suche nach der Sonde. Aber von was für einem Krieger hat Kassar gesprochen? Jetzt passt mal auf. Auf den Bildern, die die Sonde geschickt hat, sahen wir einen von Kroaks Kriegern, wie er auf die Sonde schießt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr die Sonde findet, beschützt sie. Das machen wir, Ulukai. Mögen die Jods mit dir sein. Mögen sie mit uns allen sein. Sobald ich die letzte Karte habe, komme ich wieder. In der Erde verankert und langlebig. Er beugt sich, aber er bricht nicht. Wird jedoch unser Zorn geweckt, brennen wir wie Feuer. Scheiße. Gute Neuigkeiten, Ulukai. Deine heiligen Gegenstände sind wieder da. Wurde auch Zeit. Ich fürchte nur, dass alles weg ist, was deinen Waffen als Munition diente. Na gut. Was soll ich jetzt machen? Den Gegner damit bewerfen? Moment, Ulukai. Sie ist zwar weg, aber die Talaner, denen du geholfen hast, haben eine Überraschung für dich. Sie haben alles gesammelt, was dir gegen Feran von Nutzen sein könnte. Danke, Jan. Außerdem wurde die Sonde gefunden. Einer von Ferans Kriegern hat darauf geschossen, aber die Wächter konnten verhindern, dass er sie zerstörte. Das sind die ersten guten Nachrichten, seit ich hier bin. Jetzt muss ich nur noch das letzte Mon finden. Marion ist in den Feepalast gegangen, um das Mon zu holen. Sie ist was? Ein Schamas hat ihr erzählt, wo es ist, und sie wollte es von dort holen. Ich habe ihr gesagt, dass es gefährlich sei, aber sie wollte nicht hören. Willkommen im Club, ja. Ich bewundere ihr Phantasma. Sie hat ein Phantasma, das stimmt. Aber wenn ich ihr nicht schnell folge, ich dich wiedersehe. Lass mal nicht unser Richard Kim. Unser letztes Treffen endete nicht sehr vorteilhaft für mich. Aber dieses Mal wird es anders aussehen. Ich verstehe, du bist meine treuen Krieger noch einen Gruß überbringen. Das war ja eine mehr als geile Cutscene gerade.
So, ich renne jetzt aber noch zurück und hole ein bisschen Muni. Weil hier liegt Muni. So, jetzt möchte ich mal gucken. Das habe ich bekommen. Ist ja interessant. Ist ja wirklich interessant. 18 Medikits, Alter. Ja, wir haben leider nur von den beiden Waffen Munition. Da muss ich wohl mit leben. Ich fand das gerade richtig geil, wie der einfach mal da gepinkelt hat. Tja, Kroax. Du denkst wohl, du bist besser als ich, hä? Ja, ja, hier alles so richtig auf Endkampf getrimmt. Auch natürlich richtig episch und so. Wow. Ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich mich nicht erwischen lasse. Ich habe ja nicht so viele Medikits. Quatsch. Also ich muss sagen, ich finde das Ende hier richtig episch gemacht und richtig cool. Und es ist sehr zu bedauern, dass die Musik mal wieder die ganze Sprache übertönt hat. Da haben die Entwickler, glaube ich, irgendwie Mist gebaut. Aber das ist ja auch ein altes Spiel. Von hast du nicht gesehen wann. Da möchte ich das den Entwicklern jetzt einfach mal nicht weiter verübeln. So, und ich muss sagen, die sind gerade ziemlich unfähig. Oder ich bin einfach nur sehr fähig. Weil die mich nicht treffen. Ich sehe aber schon. Sie stecken aber deutlich mehr ein, als ich das eigentlich gewohnt bin. Das finde ich gerade sehr heftig, wie viel die hier einstecken. Das ist ja nicht mehr normal. Ich denke, ich sollte ein Medikit nehmen. Man weiß ja nie. Ich denke mal, die Roten sind auch so die heftigsten Krieger. Stelle ich mir so vor. Oh, da oben ist ein Medikit. Das gucke ich mir mal an. Oder ich hol's einfach nur. Vielleicht sollen wir die ja auch gar nicht bekämpfen. Was weiß ich. Oh, geil. Krams. Krams. Einen Moment, was war das für Waffenmuni? So, so. Die haben wir auch noch, ha? Huh? Ja, das gefällt mir doch gut. Das gefällt mir doch mal ganz gut. Vielleicht müssen wir auch nur Kroax angreifen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Einen Augenblick. Wir haben ja den hier noch. Wieso hatte ich denn jetzt gerade so Schussprobleme? Damit kriegen wir ja schon mal ein paar von denen down. Wie ich hoffe. Kroax kriegen wir so natürlich nicht so leicht down. Oder doch? Ja, doch. Geil. Wie
ist Feran. Seit du aus Okar geflohen bist, hat ihn niemand mehr gesehen. Der Feigling sucht sich ein Versteck. Ich finde ihn schon, keine Sorge. Meine Krieger werden mich rächen. Das bezweifle ich irgendwie. Hoffentlich hat euer Fee-Jod einen netten Platz im Höllenfeuer für dich. Marion? Ich habe die letzte Karte. Drin waren ein paar Wachen, aber Zokrims Leute sind mit ihnen fertig geworden. Gut, raus hier und machen wir uns auf die Suche nach dieser verfluchten Sonde. Wer soll denn mit diesem Ding eigentlich zurückkehren? Da wird nur Platz für eine Person sein. Wir werfen einfach einen Zorkin, aber wir müssen uns beeilen. So viel zum Thema Frauen und Kinder zuerst. Betrifft Sie wohl kaum. Was, die Frau oder das Kind? Sie haben die Wahl. Dafür werden Sie bezahlt. Und du. Verschwunden. Naja, jetzt müssen wir wenigstens keine Münze. Ganz ruhig. Sag meiner Mutter. Nein, Marion, das machen Sie schön selber. Halten Sie durch. Ich bringe Sie hier raus. Ich weiß, dass Sie es versuchen. Ich habe keine Angst. Retten Sie. Marion. Verdammt, diese Waffe ist noch nicht das Wahre. Wenn alle Opfer noch so lange Reden schwingen können, muss ich mir zu viel Gejammer anhören. Zeig dich, Schlechter. Was ist los, Ken? Hab ich dir deine Barbie geklaut? Ich hätte sie auch nicht von der Bettkante gestoßen. Aber irgendwann wäre sie zu stressig geworden. Du bist ein toter Mann. Wer könnte denn wohl dein jämmerliches Gewinsel überhören? Hör auf mit den Spielchen! Ein ganzer Edelmann bis zum Schluss. Ihr Militärfuzzis und euer falscher Stolz verteidigt sogar noch die Regierungen, die euch wie Vieh behandeln. Das werde ich nie verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass du mit Loyalität nicht viel anfangen kannst, du alter Penner. Ich wette, Professor Kaufmann würde mir zustimmen. Kaufmann? Dieser schwachsinnige Einfallspinsel? Der faselte doch immer nur davon, dass in 25 Jahren die Sonde käme. Ich habe dem senilen Schwätzer doch einen Gefallen getan, ihn kalt zu machen. Dieser senile Schwätzer hatte recht, Xu. Die Sonde ist gerade angekommen. Du lügst. Sehe ich so aus? Warum glaubst du wohl, bin ich hinter diesen Karten her? Das kann nicht sein. Meine Berechnungen ergaben, dass die Sonde schon vor 5000 Jahren hier war. Das kann gar nicht sein. Du solltest dich damit abfinden, Xu. Kaufmann hatte recht. Und du, durchgeknallter Irre, hast den größten Fehler der Geschichte begangen. Sonde. Meine Berechnungen können nicht falsch sein. Das kann nicht sein. Red dir das ruhig weiterhin. Vielleicht wird es ja eines Tages wahr. Und jetzt komm raus. Nein! Was machst du da? Anomalie. Mein Palast, was ist hier los? Evakuieren. Beweg dich nicht. Mein Palast! Du wirst meinen Palast nicht bekommen! Komm zurück! Ach, verdammt!
glaube, sie funktioniert wieder. Die Lichter blinken alle und nirgendwo Funk oder Rauch ist. Du musst jetzt fort? Ja, genau in diesem Moment bitten rund 5 Milliarden Menschen, die verschiedensten Götter um diese Gnade. Ich will sie nicht enttäuschen. Bevor du gehst, wir haben deine Freundin für ihre Reise zu den Jods vorbereitet. Möchtest du sie sehen? Ja. Jetzt beginnt ihre nächste große Reise. Okay, Zorgrim, das war's dann. Der Mantel, den du mir gegeben hast. Wir möchten, dass du ihn behältst. Wir werden dich vermissen, Ulukai. Richte deinem Sohn meinen Dank aus, bitte. Jan kämpft noch gegen die letzten von Kroans Truppen. Aber nachdem die Jods ihre Wut am Palast von Feran ausgelassen haben, dürften wir jetzt erst einmal lange Zeit Ruhe haben. Die Jods? Ich dachte, es wären deine Wächter gewesen. Nein. Die Jods haben das Urteil über Feran gesprochen und alle haben ihre Botschaft verstanden. Du, Ulukai, hast Kassars Prophezeiung erfüllt. Aber unsere Zukunft ist noch immer ungewiss. Wirst du jemals zu uns zurückkehren? Ich weiß nicht, ob es so bald wieder Reisen zwischen den Dimensionen geben wird. Aber wenn doch, wird mein erster Zwischenstopp hier sein. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai Cutter Slate. Und mit dir, Zorgrim. Jetzt hoffe ich nur, dass du dieses Ding hier halten Wow. Ich weiß gar nicht, ob Fraps das hier noch aufnimmt. Ich hoffe ja. Also, wow, das hat mich jetzt nochmal richtig geflasht, muss ich sagen. Richtig geil. Ja, damit verabschiede ich mich endgültig von diesem Projekt. Es war geil, muss ich wirklich sagen. Diese letzte Cutscene war ja jetzt nochmal richtig, Alter. Richtig emotional und so. Und überhaupt, und am Ende hatte ich so, keine Ahnung, an einer Stelle hatte ich so voll die König der Löwen-Komplexe in der letzten Filmsequenz. Aber ja. Geil.
Und heftig. Heftig, das Spiel. Ja, damit verabschiede ich mich und sage, wir sehen uns bei den folgenden Projekten, die jetzt als nächstes kommen. Als Folgeprojekt hierauf wird zum Beispiel, habe ich geplant, Assassin's Creed. Weil das ja auch so ein offene Weltspiel ist, sag ich mal. Und ja, was soll ich hier eigentlich noch zu sagen? Ich denke, ich habe genügend in diesem Let's Play gesagt. Es war ja bislang mein längstes Let's Play, auch wenn das jetzt eigentlich so eine Durchschnittslänge sein könnte. Naja, egal. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und im Nachhinein finde ich das Spiel wirklich richtig geil. Also dieses Ende hat da jetzt nochmal ordentlich was rausgehauen. Ich habe jetzt noch gedacht, da kommt noch ein Endkampf mit Xu. Sehr schade auch, dass ich gar nicht mal die Intro-Sequenz gezeigt habe zu dem Spiel. Die gab es auf einer anderen CD, glaube ich, drauf. Die hätte ich eigentlich zeigen können oder müssen, je nachdem. Die gibt es auch bei einem anderen Let's Play dazu zu sehen. Dann hätte man vielleicht auch einiges besser verstanden, wenn man die Intro-Sequenz gesehen hätte. Da waren Kaufman und Xu nämlich auch schon drin gewesen. Und Marion. Und hätte man auch diese Szene gesehen, wie ein Talana irgendwie auf die Sonde geschossen hat. Und diese Arena hätte man auch gesehen. Alles in allem wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Aber ich habe das selber erst mitten während des Let's Plays überhaupt gecheckt, dass da diese Intro-Sequenz woanders zu sehen ist. Hätte man vielleicht auch technisch besser regeln können, wenn man mich fragt. Ne? Aber das ist, wie gesagt, ein sehr altes Spiel, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht weiter kritisieren. Sondern mich schlussendlich von dem Let's Play verabschieden. Und von euch natürlich. Das ist so traurig. Und die Musik auch gerade, ne? Naja. Mehr von meinen Projekten seht ihr natürlich immer wieder auf meinem Kanal. Logischerweise. Und wenn es euch gefallen hat, rückblickend könnt ihr ja noch einen Kommentar schreiben. Also ich werde auf jeden Fall noch ein Special machen. So viel ist schon mal klar. Ich sag dann mal, bis dann. Ciao, Leute. Wir sehen uns.